bei diesem Lockdown-Light, wie ihn manche nennen, ist ja eines der Merkmale, dass die Schulen und Kitas offen bleiben dürfen. Inwiefern hat das jetzt Auswirkungen auf das Schulsystem bisher in Deutschland? Wie gut funktioniert das jetzt gerade? Ja, ich fürchte, dass es nicht gut funktioniert. Also grundsätzlich sind auch wir als Lehrerverband ja dafür, dass Schulen möglichst lange offen gehalten werden. Aber wenn man dann einen Lockdown hat, muss man halt dann an den Schulen, wenn man sie offen halten will, besonders viel für den Hygieneschutz tun. Und das geschieht leider nicht. Und die Konsequenzen merken wir jetzt. Die Zahl der Schüler in Quarantäne und der Lehrer in Quarantäne und auch die infizierten Zahlen nehmen halt dramatisch zu. Einer der großen Kritikpunkte war, dass im Gegensatz zu vielen Gastrobetrieben oder anderen Unternehmen die Schulen trotz der jetzt längeren Zeit nicht gut genug vorbereitet waren auf den Herbst. Vor allem nur Stoßlüften und Masken das Konzept waren. Inwiefern stimmt das? Inwiefern hätten die einzelnen Länder noch mehr an den Schulen vorher tun müssen? Ja, ich glaube, dass die Politik einen schweren Fehler gemacht hat. Sie hat nämlich damals im März, als der Lockdown kam, die Schulen eigentlich aus dem Blick verloren. Also man hat geschaut, was ja auch nicht verkehrt war, auf die Wirtschaft, auf die Reiseunternehmen, auf die Luftfahrtunternehmen, Kurzarbeitergeld etc. Aber man hat nicht gesehen, dass Bildung extrem wichtig ist, dass Schule für Kinder wichtig ist und dass man hier massiv investieren muss, egal ob das jetzt Digitalisierung betrifft oder etwa die Luftreinigungsfilteranlagen, auf die wir jetzt schon lange vergeblich warten an den Schulen. All das, da hätte man früher Gas geben müssen. Jetzt haben Sie gerade ja gesagt, die Zahl der Infizierten steigt auch an den Schulen wieder. Eines der Worte, Salami-Lockdown, was genau ist damit gemeint? Naja, also wir erleben natürlich jetzt eine zunehmende Diskrepanz zwischen dem Versprechen der Politik, Schulen offen zu halten und dem Infektionsgeschehen vor Ort. Nachdem die Politik ja auch Abschied genommen hat von Stufenplänen, also keine Verschärfung von Hygienemaßnahmen mehr systematisch in Deutschland mehr erfolgt, wird nur noch geschaut vor Ort, Infektionsfall, Klasse in Quarantäne, welche Lehrer sind betroffen. Und das zeigt halt, dass unabhängig von der Ankündigung der Politik immer mehr Schulen entweder teilweise oder ganz schließen müssen, immer mehr Klassen in Quarantäne gehen, immer weniger vom gesamten Unterrichtsumfang dann auch vermittelt werden kann. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.